Herzlich willkommen bei Motorwoche. Heute testen wir den BMW 420d Coupé an einem Sonntag und im Winter, deswegen etwas dreckig. Eins der wichtigsten Coupés ist wohl der Vierer von BMW. 2020 war dieser mit eines der Gesprächsthemen Nummer 1. Die große Niere ist auch dieses Jahr noch kontrovers. Je nach Ausstattungslinie wirkt dieser auch anders. Ansonsten ist der neue Vierer elegant und sportlich gezeichnet. Das Heck ist besonders gelungen. Das liegt zum anderen auch an der fast 13 cm gestreckten Karosserie. Komfort wird bei BMW mittlerweile besonders wichtig genommen. In dieser Kategorie kann der Vierer überaus überzeugen. Der Innenraum ist BMW-typisch eingerichtet und bietet eine sehr gute Ergonomie. Das Infotainment gilt immer noch als eines der besten. Auch das Raumangebot kann für ein Coupé ziemlich überzeugen. Das Kofferraumvolumen liegt bei 440 Liter. Wir haben uns für den 420d entschieden und dieser Diesel ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Er ist effizient und drehmomentstark. Dieser 2 Liter Turbodiesel leistet 190 PS und erreicht ein Drehmoment von 400 Newtonmetern. Unterstützt wird er von einem 48 Volt Multiprit-System, das durch den E-Boost zusätzlich 11 PS zur Verfügung stellt. Für die meisten dürfte auch die Beschleunigung von 7,1 Sekunden auf 100 km/h vollkommen ausreichen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 240 km/h. Der Verbrauch wird mit kombinierten 4,2 Litern auf 100 Kilometern angegeben. Die Basisvariante des 420i wird ab 45.800 Euro angeboten. Der Diesel kostet 2.500 Euro Aufpreis. Unser Testwagen liegt somit bei ca. 67.000 Euro und ist fast voll ausgestattet. Unterwegs im wohl kontroversesten Fahrzeug aus dem Jahr 2020 und ich vermute, es war der August oder Juli, wo das ganze Internet ausgerastet ist wegen der Niere vorne. Ja. Komplett. Und jetzt ist es gar kein Thema mehr so. Nee, ne? Eigentlich. Es gibt zwar immer noch die zwei Lager, das Lager, der uns gefällt, das Lager, den es nicht so gefällt. Ich bin auf dem Lager in der Mitte, ich bin noch nicht so ganz sicher. Es kommt, glaube ich, wirklich darauf an, ob du die schwarze Variante holst oder die Chrom-Variante. In unserem Fall jetzt haben wir um die Niere so einen Chromrand, ja, und das macht viel aus, finde ich, wenn das weg ist. Ja. Und mir gefällt es auch besser, wenn das ganz schwarz ist, all black, und es kommt so ein bisschen auf den Winkel an. Ja. Und was mir jetzt beim normalen Vierer, den wir fahren, nicht der M4, sondern der normale Vierer, nicht ganz so gefällt, ist, dass die Niere so nach innen geht. Ne? Ja, das ist so ein bisschen diese Haischnauze, die man so kennt. Damals auch vom 635 CSI und so, der hatte das ja auch. Ich finde, dem steht das nicht ganz so gut. Beim M4 kommt das aber besser rüber, weil er halt unten noch die Lippe hat, die das Ganze dann so wieder ein bisschen nach vorne zieht. Mhm. Ne? Ja. Ja, aber wenn man da so ein paar M-Parts dranhaut, ist das auch wieder eine ganz andere Sache. Also es kommt immer drauf an, wie das Auto konfiguriert ist. Das stimmt. Wir haben einen 420d. Eigentlich, glaube ich, das erste Video so von dem 420d, weil bis jetzt hat jeder den 440 getestet. Aber gerade diese Motorisierung ist wohl für die meisten die interessanteste Variante. Ja, und ich bin super begeistert. Wir sind so lange schon kein Diesel mehr gefahren im Test, ne? Ja. Muss man wirklich sagen. Und ich habe meine Liebe zum Diesel wieder zurückgefunden. Es ist so ein angenehmes, ruhiges, entschleunigendes, entspanntes, super verbrauchsarmes, komfortables Fahren. Ja. Das ist so geil. Du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht, dieses Fahrzeug ist so komfortorientiert, das kann man sich gar nicht vorstellen bei einem BMW. Gerade wenn du im Komfortmodus unterwegs bist und du bist auf der Autobahn, das entspannt. Das ist total krass. Das ist wirklich krass. Er kann aber auch sportlich. Also er lässt sich sehr sportlich bewegen. Ich würde nicht sagen, dass er sich unbedingt hart oder sportlich anfühlt vom Fahrwerk her, sondern das Fahrwerk fährt auch im Sportmodus noch relativ komfortabel. Ja. Aber in die Ecken schmeißen lässt er sich trotzdem. Ne? Das funktioniert gut. Der Fahrspaß ist da. Es ist auch ein fahrerorientiertes Auto. Obwohl ich sagen muss, dass er schon auch zu anderen deutschen Herstellern, die normal eher dafür bekannt sind, sehr komfortable Autos zu bauen, nah rankommt. Also der ist wirklich extrem komfortabel und steht denen auch in nichts mehr nach. Richtig, ja? das stimmt. Da muss ich dir komplett zustimmen. Gerade jetzt heute Morgen, ich bin 300 Kilometer jetzt am Stück gefahren. Ich bin total entspannt hier angekommen. Ich musste auch gar nicht rasen. Ich war so bei der 130, 140 Reisegeschwindigkeit und das hat genau gepasst. Und auch die Querfugen, die schluckt da weg und das macht wirklich richtig Laune. Es ist meiner Meinung nach auch der komfortabelste BMW, den ich bis jetzt gefahren bin. Ja, muss ich so zustimmen. Der G20, also der 3er, ja, der ist ja auch relativ komfortabel. Aber ich finde den 4er, jetzt so mit dem Radstand auch und so,
doch schon auch schon extrem cool, geil. Ja. Der Vierer wird abgekürzt als G22 intern. Ja. Ja. Man sitzt auch echt gut. Man muss ehrlich sagen, er macht wenig Sachen falsch. Ja. Und ich finde auch schön, dass man den 420D entweder als Allrad, also X-Drive, oder als reiner Heckantrieb nehmen kann. Ja, der 420D ist mit einem 2 Liter Diesel motorisiert, so wie wir das seit jeher kennen. Auch hier leistet der Diesel wieder 190 PS, ist jetzt aber mit einem Mild-Hybrid gekoppelt. Der hat 11 PS und ist auch dafür da, dass natürlich der Motor sehr schnell wieder angelassen werden kann bei Segelfahrten auf der Autobahn. Also wenn es jetzt irgendwie bergunter geht, man hat Tempomat drin, das Auto kann sich dann geografisch auch über GPS ausrechnen. Ey, da geht es jetzt gleich 400 Meter bergunter. Wir würden nur 2 km/h verlieren, wenn wir jetzt den Motor einfach ausmachen und rollen lassen und dann machen wir das. Ja? Dann lässt er einfach rollen. Aber wenn du dann halt schnell aufs Gas willst, weil vielleicht irgendeine Gefahrensituation ist oder du irgendwie dich umentscheidest, trotzdem Gas geben zu wollen, dann ist natürlich dieser Mild-Hybrid-Motor so mit dem Motor gekoppelt, dass er auch den Motor anlassen kann. Ja. Und auch den Motor schnell anlassen kann, damit du, wenn du aufs Gas gehst, direkt wieder volle Leistung hast. Er greift auch ein, wenn man jetzt Vollgas gibt. Ja, dann hat er so eine Art Boost, das steht dann auch vorne im Tacho drin und das spürt man auch. Ich finde das generell nicht schlecht aktuell, dass fast jedes Auto jetzt hybridisiert wird. Die Hersteller müssen es natürlich machen aufgrund von Abgasnormen, die sie einhalten müssen, aber auch für den Endkunden, für uns ist es eine coole Sache, weil es bringt eigentlich nur Vorteile. Ja, richtig. Damit wurde natürlich dann auch die Euro 6D-Norm geschafft und das ist natürlich sehr wichtig für die Zulassung in Deutschland. Bei der Getriebewahl hat BMW natürlich auf ihren altbewährten Partner ZF zurückgegriffen und das 8-Gang ZF-Getriebe verbaut, was sehr gut zu dem Auto passt. Ja. Ja. Es ist natürlich kein DSG-Getriebe, also kein Doppelkupplungsgetriebe. Bei BMW heißt es ja DKG, also Doppelkupplungsgetriebe, sondern nur, was heißt nur? Es ist ein Wandler, aber einer der schnellsten Wandler, die es so gibt, was die Schaltgeschwindigkeiten angeht. Wir haben das damals ja schon beim Alfa Giulia QV sehr gut gehießen, denn da war das Getriebe auch drin und war so geil adaptiert, hat man fast nicht gemerkt, dass es ein Wandler ist. Richtig, ne? Und das geht natürlich hier auch. Aber BMW macht es natürlich bewusst so, wie es hier drin ist. Die könnten natürlich auch die Schaltgeschwindigkeiten bis ins Ultimo hochballern und das werden wir wahrscheinlich auch beim M4 dann sehen. Ja. Oder haben wir es beim X3M ja schon gesehen. Ne? Da kann man die Schaltgeschwindigkeit ja dann auch verändern über den Knopf. Aber hier im normalen Vierer sind das normale Schaltgeschwindigkeiten. Ja, die sind nicht zu lang, die sind nicht zu kurz. Das Getriebe hat halt so seinen Gedenkmoment, wenn man aufs Gas tritt und er erstmal gucken muss, welchen Gang nehme ich jetzt, um hier Vollgas zu beschleunigen. Und das ist halt so das Typische, was so ein Wandlergetriebe halt einfach mit sich bringt. Finde ich aber nicht schlimm. Passt perfekt zum Auto. Es hätte kein besseres Getriebe gegeben für das Auto. Ist einfach so. Jetzt habt ihr auch schon rausgehört, dass auch im zukünftigen M4 kein DKG mehr drin sein wird. Ja? Der wird nur noch mit dem 8-Gang ZF-Wandlergetriebe kommen. Aber ich glaube, dass das keine großen Probleme mit sich bringen wird, denn die Schaltgeschwindigkeiten sind auch da mittlerweile so gut, dass man es kaum von dem DSG unterscheiden kann. Der Innenraum ist sehr, sehr gemütlich, muss ich sagen. Ich habe hier so schön Platz. Auch zu den Seiten über dem Kopf ist perfekt. Ich kann den Sitz eigentlich sehr gut einstellen, muss man sagen. Hinten wird es natürlich ein bisschen enger. Ich würde sagen, kleinere Personen können da auf jeden Fall aber auch gut mitreisen. Was mir sehr gut gefällt, war, dass man den Sitz von der Seitenstabilität ein bisschen einstellen kann. Das ist sehr gut gelöst. Und ich finde den Innenraum sehr hochwertig. Man kann wirklich sagen, da hat BMW hier in unserem Testwagen eine wirklich sehr hochwertige Kombination hingelegt. Ich finde, das Weiß ist Geschmackssache. Mir gefällt es persönlich jetzt nicht, weil man halt auch alle Flecken da drauf sieht. Ja, das stimmt schon. Man wird das wahrscheinlich nicht so schwer reinigen können. Wir werden jetzt nicht einen Innenraum reinmachen, den man nie wieder sauber kriegt, wenn da mal ein Fleck drauf ist. Also da wird es schon die Mittelchen für geben, damit das wieder funktioniert. Mein Fall ist es auch nicht. Ja. Ich bin schon immer der All-Black-Fan und Favorit und bei mir wäre alles schwarz. Aber es gibt natürlich viele, die das gut finden und BMW muss natürlich auch gerade in Testwegen einfach zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, ne, damit die Leute sehen, was kann man denn alles machen. Und deswegen finde ich es auch nicht schlimm. Dann kommen wir zum digitalen Tacho und da muss ich auch leider wieder das sagen, was ich bei BMW in letzter Zeit immer gesagt habe, ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht so viele Sachen konfigurieren und verstellen kann. Man hat so seine paar vorgefertigten Konfigurationen, die es gibt, die ändern sich hauptsächlich darüber, dass man in einen anderen Modus geht. Dann kann man sich in den Einstellungen auswählen, ob die Karte in der Mitte angezeigt werden soll, ja oder nein. Und man kann über diese Bordcomputer-Taste hier links am Blinkerhebel so ein paar Bordcomputer-Daten sich einstellen lassen. Wie zum Beispiel, welches Musikstück höre ich gerade,
in welchem Gang bin ich, meine Verbrauchsdaten, mein Bordcomputer. Dann haben wir hier eine kleine Leistungsanzeige, wir haben einen G-Sensor und dann sind wir auch schon wieder bei Musik. Und das war's. Und das ist so ein bisschen meiner Meinung nach nicht ganz ausgeschöpft, was eine digitale Fläche, ein Bildschirm an Möglichkeiten bietet. Mhm. Ne? Andererseits muss man aber auch sagen, es sieht immer gut aus. Ja. Ja, man kann es nicht verhunzen. Das stimmt. Das geht ja auch bei vielen Autos, wenn man dann anfängt, irgendwelche Kästen sich hin und her zu schieben und sonst was, ne, dann kann das auch mal schnell kacke aussehen. Und wenn man dann zum Beispiel zum ersten Mal in einem BMW sitzt oder in einem anderen Auto, bei dem das geht, denkt man sich, wie sieht denn der Tacho aus? Dabei ist er nur dumm eingestellt. Ne? Ja, das kann bei BMW nicht passieren. Das sieht immer geil aus. Ja. Kommen wir zum Verbrauch. Und wir haben einen Diesel. Das ist halt, Diesel ist halt verbrauchstechnisch meistens recht gut. Wenn man wirklich alles rausholt, fährt man das Auto unter 5 Liter. Ja. 4,9, 4,8. Ja? Geht. Kann man wirklich schaffen. Und das ist Hammer. Ja. Mein Verbrauch jetzt aus dem Saarland hierher sind 5,8 Liter gewesen. Ja. Und jetzt auch mit einem hohen Stadtanteil noch. Was vollkommen in Ordnung ist. Echt gut, ja. Aber wie gesagt, auf einer reinen Autobahnfahrt, wenn man wirklich sich anstrengt, schafft man es auch unter 5. Ja. BMW gibt 4,3, 4,4 Liter an. Was ja nicht so weit weg ist. Ja. Also es ist möglich. Klar, im Drittelmix bist du dann eher so bei 6, 6,5 Liter. Was ist aber auch vollkommen okay ist. Ja, und dann kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist der Preis für unseren Testwagen hier. Ja, da muss man schon so 67.000 Euro hinlegen. Mhm. Ist viel Geld. Das hat mich wirklich so ein bisschen geschockt. Ne? Ja. Weil alle, die mich bisher gefragt haben, was kostet das Auto denn? Den habe ich so gesagt, ich denke so 50.000. Ich wusste es in dem Moment noch nicht. Ja. Und ich habe immer so gesagt, ja, das ist ein 2-Liter Diesel. Ich denke, der ist so bei 50.000. Und dann sagst du zu mir 67 und dachte mir so, oh, ja, das ist schon viel. Das ist schon krass, ne? Ja. Ich kann es zum Teil verstehen, gerade weil ja hier schon sehr viel an Ausstattung ist. Mhm. Wenn du jetzt auf einiges verzichten kannst, dann landest du auch näher an die 50. Ne? So eine Ausstattung, die ich jetzt holen würde, die würde bei 56.000 liegen. Liste. Das ist ja schon mal ein ganz anderer. Ja, ne? Ja. Dann kannst du jetzt natürlich auch noch sagen, okay, ich hätte gerne noch einen stärkeren Diesel. Ab März kann man so einen bestellen. Es gibt jetzt bei den 3 Liter, also den 430D mit einem 3 Liter und 286 PS und dann auch noch den 440D. Was aber auch ein 3 Liter Diesel ist. Genau, der hat dann 340 PS. Also du kannst da schon noch deutlich viel mehr Geld ausgeben. Und dann fängt Diesel auch echt an Spaß zu machen, weil das Drehmoment in den 3 Liter Diesel echt Wahnsinn ist. Bombe. Also es ist schon eine schöne Auswahl, die BMW jetzt auch bietet. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die jetzt nochmal 3 Varianten für einen Vierer bringen. Das ist schon cool, muss man wirklich so sagen. Ja, kommen wir zum Fazit. BMW baut einen wahnsinnig guten Vierer, vor allem für Langstreckenfahrer, gerade hier als 420D. Unfassbar geiles Auto, unfassbar komfortabel, trotzdem sehr sportlich bewegbar. Absolutes Highlight, wenn man bereit ist, den Preis dafür auszugeben. Unter dem Dreikampf würde ich sagen, ist der jetzt wieder an der Spitze. Auf jeden Fall. Gerade fahrerisch macht er am meisten Spaß. Ich finde auch den Kofferraum ziemlich gut, muss man sagen, für ein Coupé. Echt viel Platz. Schreibt doch mal eure Meinung, vor allem zur Front. Das würde mich echt interessieren, was bei uns in den Kommentaren abgeht. Ja, vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und auf den Abo-Knopf zu drücken, wenn ihr in Zukunft keines mehr unserer Videos verpassen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.